Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divine Divinity. Ja, ich habe mal wieder, so wie immer, eine ganze Menge Zeug gemacht in meiner Testaufnahme. Schlafen bin ich gewesen. Ich habe auch hier alles ringsrum ausgeräumt und habe die Sachen, zum größten Teil, es war eine ganze Menge eigentlich eher Billigkram dabei. Die konnte ich bei Otto verkaufen. Jetzt haben wir, Moment, wir gucken mal kurz nach, 10.120 Gold. Und ich überlege gerade, war das nicht eine ähnliche Summe, als ich vorhin beklaut worden bin? Oder hatte ich da nur 1.000? Ich weiß es nicht mehr. Naja, jedenfalls sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Ja, wir haben noch ein bisschen Waffen hier übrig. Ich weiß, den Pfeil habe ich immer noch nicht verkauft. Ich weiß nicht warum. Das habe ich gerade eben noch alles. Also das hier habe ich noch eingesammelt. Gerade eben, dann war ich noch nicht wieder bei Otto zwischendurch. Ja, und dann habe ich euch ja noch versprochen, dass ich mir nochmal anhören werde, was mit ihrer Familie passiert ist. Die ist einfach schon vorne weggezogen, ohne sie erstmal mitzunehmen. Sie bleibt erstmal eine Runde hier, aber ihre Familie ist schon im Farmland. Und sie hat mir noch erzählt, dass sie jetzt irgendwie für Splinter hier ein bisschen die Räume sauber macht. Ja. Vielleicht hat es auch alles andere Gründe. Ja, und ihr seht, jetzt laufen hier Bürger rum. Also es ist ganz gut, dass wir das hier alles vorher ausgeräumt haben. Und es fällt denen auch überhaupt nicht auf, dass hier die Türen sperrangelweit offen stehen. Naja, selbst schuld. Okay. Dann können wir mal wieder nach draußen gehen und uns ein bisschen weiter draußen umgucken. Und wir wollten ja noch den Teppich ausprobieren. Dann entrollen wir mal den entrollen wir mal den Beipackzettel und gucken mal, was da drauf steht. Wahrscheinlich bei 90 Grad waschen und nur mit anderen rot, braun, gelb gefärbten Kleidungsstücken in der Waschmaschine waschen, weil es sonst abfärben könnte. Vielleicht geknüpft von kleinen Imps im Süden oder so, wer weiß. Fliegender Teppich, Axtmünster, sagt das magische Wort und fliegt mit dem Wind. Probieren wir das doch mal aus. Axtmünster. Nun, ich habe den Teppich auf dem Boden ausgebreitet und das Zauberwort gesprochen, aber nichts geschieht. Nichts rührt sich. So eine Sauerei aber auch. Er hat uns doch glatt betrogen. Dabei wirkte das so vertrauensselig. Ich kann das einfach nicht verstehen. Und er klingt wie so ein bockiges Kind. Das ist so schön. Wir können ihn ja gleich mal zur Rede stellen. Immerhin sind wir jetzt noch hier. Aber der große Vorteil ist, das ganze Zeug, das wiegt nichts. Also das können wir einfach so im Inventar mit uns rumtragen. Also dann, Gammon, was hast du mir hier für Schrott verkauft, hä? Ah, ihr seid es wieder, Abenteurer. Ich möchte wetten, ihr seid zurückgekehrt, um euch für die sagenhaften Schätze zu bedanken, die ich euch verkaufte. Hör gut zu, Lump. Der verlauste Teppich, den du mir aufgeschwatzt hast, fliegt nicht. Probieren wir das mal. Nein, wirklich? Mir wurde versichert, er funktioniere tadellos. Vielleicht ist heute die Luft zu dick. Tja, nichts zu machen. Vielleicht kann ich euch etwas anderes schmackhaft machen? Was ist es dieses Mal? Ich habe hier diesen Dolch, ein ganz besonderes Stück. Ich erwarb ihn von einem Halbling. Ihr wisst schon, diese kleinen Nervensägen mit den behaarten Füßen. Nun, dieser Dolch ist aus reinstem Silber gefertigt. Außerdem leuchtet er, wenn Orks in der Nähe sind. Was sagt ihr? Wie viel meines kargen Vermögens wollt ihr mir hierfür abnehmen? Oh, für die geringe Summe von 500 Goldmünzen sei er euer. Abgemacht. Wir haben ihm Stich abgekauft. Ja, aber das hat er doch bestimmt geklaut, oder? Von Frodo wahrscheinlich. Stich. Orks. Blau. Drachen. Schwaches Weiß. Also an die Sache mit den Drachen kann ich mich nicht erinnern. Hat wahrscheinlich der Werbetexter sich dazu überlegt, um das Produkt schmackhafter zu machen. Ja, jetzt sind wir der stolze Träger von Stich. Das
ist nicht toll, aber es steht kein Schaden dabei. Vielleicht ist es doch nicht so toll. Naja. Dann gucken wir uns jetzt nochmal hier unten um. Ach ja, hier war ja die Killerkatze unterwegs, ich erinnere mich. Armer Bürger. Ja, du, maunst nicht so unschuldig. Du hast ja mehrere Hühner auf dem Gewissen, wie ich das sehe. Dabei haben doch die armen Leute hier sonst nichts. Ja, wenn wir jetzt nämlich hier mal auf unsere Karte gucken, hier unten ist die Quarantänezone. Das heißt, wir sind jetzt hier im Armenviertel. Und ich speichere einfach mal. Ja. Und die Musik klingt auch schon so ein bisschen, naja, traurig. Als hätten die Leute hier halt schon bessere Tage mal gesehen. Und das bedeutet auch, dass hier irgendwo diese Krankheit wütet. Die Seuche. Gut, dann sprechen wir mit dir, denn du hast einen Namen. Almosen für einen Aussätzigen. Almosen für einen Aussätzigen. Könnt ihr ein paar Kupferlinge für einen Leprakranken erübrigen, guter Wandersmann? Die Götter sind den Barmherzigen hold. Tja, jetzt weiß ich leider nicht mehr genau, was man jetzt hier an der Stelle sagen muss. Du siehst nicht wirklich wie ein Leprakranker aus. Ein warmes Bad und ein paar saubere Gewänder und man könnte dich für einen Herzog halten. Ja, es mag zwar stimmen, aber wo will er denn das warme Bad und die sauberen Gewänder hernehmen? Da nehmt und gebt nicht alles auf einmal aus. Das mache ich jetzt einfach mal. Ihr seid der netteste, verständnisvollste Mensch, dem ich in meinem jämmerlichen Dasein jemals begegnet bin. Habt Dank, vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Wie viel Gold sind wir denn jetzt losgeworden? Naja. Oh, hier ist eine Wache. Almosen für einen Oh, ihr seid es, mein Freund? Das Leben ist nach wie vor hart, aber ich bin immer bereit, meinen Freunden zu helfen. Was kann ich für euch tun? Auf Wiedersehen. Wir gucken einfach mal ein bisschen bei dir. Aha, eine Falltür. Und offensichtlich gibt es ansonsten nichts weiter. Aber hier gibt es eindeutig viel zu viele Katzen. Ist ja schon eine regelrechte Plage. Ja, wie immer bin ich jetzt halt neugierig, was geschehen wäre, wenn wir ihm einfach gesagt hätten, er soll ein sauberes Bad nehmen. Ja, es tut mir leid. Also ihr müsst mir das sagen, wenn ich es vielleicht einfach da manchmal ein bisschen übertreibe mit den Gesprächsoptionen. Ich glaube, das war vor, weiß ich nicht, vor 3 Aufnahmen oder so, war das noch nicht so schlimm. Du siehst nicht wirklich wie ein Leprakranker aus. Ein warmes Bad und ein paar saubere Gewänder und man könnte dich für einen Herzog halten. Also, ich wurde von einem sehr merkwürdigen Bettler angesteckt, der im Armenviertel von Flussheim lebt. Es ist eine seltene Art von Lepra, bei dem man von innen nach außen verfault. Erst gestern fiel meine Bauchspeicheldrüse ab. Ehrlich? Ja, nee, ist klar. Warum bettet ihr? Habt ihr keine Familie, die sich um euch kümmert? Bitte, Fremder, habt Mitleid mit mir. Mein Vater war ein Edelmann, dem das Schicksal nicht wohlgesonnen war, und so stürzte sich der Feigling in sein eigenes Schwert. Meine Mutter war eine Hure und setzte mich aus, als ich wenig älter als ein Säugling war. Ich wuchs in der Gosse auf und hatte niemanden, der sich um mich kümmerte. Ja, okay, jetzt können wir ja immer noch spendabel sein. Was hast du denn bei dir? Na, 40 Gold, ja, das ist jetzt nicht zu viel. Dann gebe ich dir mal noch ein bisschen was. Was? Ich habe ihm 5 Goldmünzen gegeben? Mann. Lucien, du bist echt mein Held. Sind wir heute mal wieder spendabel mit den Armen? Ihr habt das Aussehen eines Kenners der Straße. Vorsicht, die Wachen hier sind äußerst wachsam. Was, habt ihr was Neues aufgeschnappt, Schwester? Hab nichts Neues gehört. Danke für eure Zeit, Schwester. Schwester? Bitte was? Was machst du denn hier? Die Leute hier haben schon kaum was und dann willst du sie hier auch noch
ja, angreifen. Oh nein. Jetzt geht es hier mit den Orks wieder los. Hoffentlich kommt jetzt kein Kriegstrommler. Verdammt. Dort. Oh, nicht schon wieder. Oh nein! Nein, 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 nein. Na, zum Glück habe ich noch ein paar Tränke gekauft. Oh, Gott sei Dank. Henkers Kampfstab. Rubin. Oh, schon wieder so eine blöde Spinnenstatuette. Jetzt haut doch mal nicht in den Wald ab, ihr Wachen. Wollt ihr etwa sterben? Das habt ihr doch jetzt auch nur geschafft, weil ich in der Nähe war. Ihr guckt so argwöhnisch. Habe ich irgendwas gemacht? Ihr beobachtet mich bestimmt nur, weil ihr von mir lernen wollt, wie sich ein Held auf der Straße bewegt. Dann haben wir ja den Möchtegern-Lepra-Kranken ein wenig ausgehorcht. Und haben ihm trotzdem was gegeben. Das ist doch ganz gut. So, dann können wir jetzt... Bronzeschlüssel. Bierflasche, was? Aber da muss doch noch irgendwas drin sein, sonst wäre die Tür nicht abgesperrt. Naja. Ein Ausdauertrank kann ich eh nicht viel mit anfangen. Ja, ich gehe ja schon wieder. Hallo, mein Herr. Was kann die Wache an diesem schönen Tag für euch tun? Was erzählt man sich auf der Straße, Wachtmeister? Das Gerücht, Herzog Janus sei der Göttliche, hat die Leute kräftig aufgerüttelt. Einige sagen, es sei Blasphemie. Die meisten beten aber dafür, dass es wahr sein möge. Die Zeiten sind für die meisten Leute sehr hart. Es ist wichtig für sie zu glauben, dass die Götter sie beschützen. Ich selbst glaube eher, dass wir Wachleute die wahren Schutzengel sind, doch geziemt es mir nicht, das zu beurteilen. Danke für eure Zeit, Wachtmeister. Ja, ich habe eigentlich nur aus Versehen drauf geklickt, aber sowas so zwischendurch mal sich anzuhören, ist doch ganz nett. Ich wollte mir aber noch die Falltür angucken hier. Git, das sieht ja aus, als hätte hier ein stümperhafter Fleischer sein Werk verrichtet. Nun, dies scheint der Ort zu sein, an dem die gestohlenen Kühe gelandet sind. Jetzt lasst uns den Eigentümer dieses Schuppens finden. Aha, der Viehdieb also. Dann ist dieser, wie hieß er, Dorian, nicht nur ein Möchtegern-Lepra-Kranker, also ein schlechter Lügner, sondern auch noch ein Dieb. Warum überrascht mich das mal wieder nicht? Irgendwie war doch hier jetzt irgendwas mit einem Gegenstand drin, oder? Habe ich mich gerade verguckt. Ja, nachdem du dich so toll über das Fleisch geäußert hast, nehmen wir davon jetzt nichts mit, weil du ekelst dich ja davor eh nur. Okay, Dorian, was sagst du dazu? Almosen für einen ihr seid es, mein Freund. Das Leben ist nach wie vor hart, aber ich bin immer bereit, meinen Freunden zu helfen. Was kann ich für euch tun? Heda, ich habe in eurer Hütte ein paar nette Beweise gefunden, dass ihr der Kuhdieb seid. Verflucht sollt ihr sein. Ich stahl diesem verwarzten Farmer die Kühe, weil ich sonst verhungert wäre. Als ich von Flussheim hierher zog, dachte ich, hier würde es mir gut ergehen, Schlaraffenland und so. Aber hier ist das Leben ebenso hart wie auf der Straße, härter sogar. Da hier die Leute ihren Abfall nicht in die Gosse werfen, wie es sich gehört. In einem Dunghaufen ist nun einmal keine Mahlzeit zu finden. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe es versucht. Das will ich mir jetzt lieber nicht so genau vorstellen. Aha, somit gesteht ihr also. Seid ihr nicht nur kaltherzig, sondern obendrein auch noch taub? Ja, ich habe diese verdammten Kühe gestohlen. Seht euch um. Überall in diesem verfluchten Herzogtum sind Leute am Verhungern. Hätte ich kein Essen gestohlen, wäre ich bereits tot. Man kann sich sein Brot auch mit ehrlicher Arbeit verdienen, oder? Nun gut, ich kann eure Beweggründe nachvollziehen. Ich werde euch nicht verraten, aber ihr solltet euch lieber ein wenig im Stehlen üben, denn ein schlechter Dieb ist allzu bald ein toter Dieb. Denkt also das nächste Mal daran, eure Spuren zu verwischen.
Naja, so unter Dieben. Ich meine, wir haben ja schon mal Geld gegeben und haben uns schon mit dir gut gestellt. Dann können wir den Pfad jetzt eigentlich auch beibehalten. Ruf 3. Wisst ihr, ich hörte sie exekutieren, Viehdiebe, neuerdings. Ich wusste, ihr würdet eure Meinung ändern. Hört zu, mein Freund. Ich versuche nur, Körper und Geist zusammenzuhalten. Für mich und die Leute in dieser Gegend. Auf Wiedersehen. Und gib den anderen bitte aber was ab, ja? Es ist genug Fleisch da unten. Ja, dann werden wir Tom erzählen müssen, dass wir nichts gefunden haben. Jonas. Ja, Aufgabe wurde nicht gelöst. Aber dafür haben wir den Auftrag, den Fleischdieb decken, quasi erledigt. Wir haben ja auch dafür Erfahrung bekommen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob wir halt dafür jetzt mehr oder weniger Erfahrung bekommen haben. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall einen besseren Ruf bekommen, wenn wir dem Viehdieb helfen. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Außerdem sieht sich Lucien sowieso gerne als Möchtegern Robin Hood. Von daher